Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum Call of Duty Modern Warfare 3 Story Finale. Ja, Freunde, heute ist es endlich soweit. Es gab einige Tage Pause. Es kam das Finale nicht online wie geplant für Montag oder Dienstag. Viele werden es schon mitbekommen haben, was der Grund war, warum das Finale nicht gekommen ist. Und zwar habe ich am Dienstag einen guten Freund von mir verloren aus meiner alten Fußballmannschaft. Der zweite, der schon aus meiner alten Mannschaft verstorben ist. Und das hat mich sehr hart getroffen, trifft mich immer noch sehr hart. Aber ich weiß, dass er niemals wollen würde, dass ich hier sitze und die ganze Zeit nur trauer und alles stehen und liegen lasse, sondern weitermache. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich habe 1-2 Tage pausiert, meine Ruhe gehabt und ja, möchte da auf jeden Fall auch weitermachen mit meinem Content und deswegen wollte ich euch Bescheid geben, warum auch die letzten Tage hier keine Videos gekommen sind. Ich denke mal, jeder von euch wird dafür Verständnis haben. Und ja, ich werde die Tage im Stream erzählen, was passiert ist, wie das überhaupt passiert ist und es ist wirklich eine Tragödie, ich sag's euch, Leute. Es nimmt mich auch sehr mit. Aber Leben geht weiter und man sollte wirklich jede einzelne Sekunde in seinem Leben genießen. Auch wenn es nicht so einfach ist. So irgendwann, man gewöhnt sich dran, man denkt, alles ist selbstverständlich, aber dann sieht man wieder, dass sowas passiert und denkt sich, ey, Wahnsinn, man hat vor ein paar Wochen noch zusammen gechillt und jetzt weg. Ja. Ich würde sagen, Freunde, wir starten rein in das Finale. Ich bin gespannt, was heute passieren wird, was heute abgehen wird. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, als wir unter dem Eis da waren und genau da starten wir jetzt rein. Ins große Call of Duty Finale. Let's go. Okay, Freunde. Da sind wir. Unter Wasser. Zünden. Ladung. Zünden. Boom. Verpasst. Fenster geschlossen. Hä? Missionsabbruch. Scheiße, Alter. Der Konvoi ist entkommen. Ich hab C4 zu spät gezündet, ey. Verstanden. Hör doch auf. Kommen Sie. Hör doch auf. Okay. 3, 2, 1 und Stuf. Alter, was sowas unter Wasser auslöst, wie das ausschaut. Krass. Fahrzeuge überprüfen und sichern. Zielfahrzeug wird geflutet. Beeilung, Captain. Oha. Meint ihr, die leben noch da drin? Da sind ja welche. Krank, die werden einfach unter Wasser alle abgestochen. Hier dürfte die Luft ausgehen. Fahrzeug sicher. Kein Makarov. Ziel negativ. Kein Makarov. Nur ein Gefangener. Ziehen wir ihn raus. Roger. Wie schlimm muss das sein? Du kommst ja aus dem Auto raus, du ertrinkst da. Oh, was ist denn das hier für ein Laserding? Einfach Star Wars jetzt hier. Komm, mit Laserschwert. Wie sollen die das denn überleben unter Wasser? Gefangener gesichert. Wir tauchen auf. Stehe bereit. Wie Gefangener gesichert? Wie kann der das denn überleben, Digga? Was hat der für eine Pferdelunge? Was hat der für eine Lunge, Bruder? Ich wäre schon direkt tot vom Schock. Wie geht das? Sechs on Watcher. Kein Makarov. Das Ziel war nicht im Konvoi. Gefangener abgefangen und gesichert. Wer ist das? Moment. LOL. Herr was? Himmel. McTavish. Was zur Hölle, Captain? Fuck, gibt es irgendeine Shitshow, wo Sie nicht mitmischen? Ghost, siehst du das? Im Visier. Legen wir ihn einfach um und gut ist. Sex, wen habt ihr da? Den verdammten Goat Eagle. Shepard? In Fleisch. Shepard. Wortwörtlich. Cap, wir sind hier ungeschützt. Bringen wir ihn weg. Krank. Was tun Sie hier? Die jagen uns, John. Sie fanden mich zuerst. Was war der Preis für Ihr Leben? Absolut nichts. Blödsinn. Ich bin ein 4-Sterne-US-General. Und trotzdem leben Sie noch. Werfen wir den Penner zurück in den See. Ich kenne Makarovs nächstes Ziel. Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren. Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschritt. Dann sagen Sie schon.
Zuerst holen Sie mich hier raus. Alle Stationen, da kommen Helis aus dem Norden. Noch 10 Klicks. Roger. Befehle, Bravo. Die Oligarchen-Info war gut. Selbst wenn er jetzt lügt, ist er für uns noch nützlich. Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da. Ghost, Fahrer, zur Exfiltration. Roger. Watcher, sag Nick, wir sind einer mehr. Schon besser. So, geben Sie mir eine Jacke und eine Waffe. Nein. Eine Waffe geht. Hilfe wäre gut. Eine Pistole und Thermaljacke. Sie halten sich an Gas. Und Vorsicht. Sonst töte ich sie selbst. Ist das klar? Ja, jetzt geht's langsam um die Wurst, Freunde. Wir sind am Ende des Spiels, dem Ende des Spiels immer näher und näher. Und jetzt geht's los hier im Schnee. Alter, sieht das geil aus. Wow. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht, Sex. Thermalsicht. Thermalsicht. Oh, die Grafik sieht sehr geil aus in dem Schnee. Die Helis? Können die Heli Wand schützen. Sehe sie in Thermalsicht. 11 Uhr. Oha, wo sind die? Hätte nicht übel Lust, sie finden zu lassen. Haben wir Schalldämpfer? Mehr haben wir nicht. Okay, hat die Frage erledigt. Junge, ein Headshot nach dem anderen, Digga. Was? Oha. Oha, nein, ich bin gleich tot. Sicher. Wenn die sich nicht melden, wird sie jemand suchen. Wir sollten nicht hier sein, wenn sie es tun. Thermalsicht ist krass, das ist einfach, dann zeigt sie ja an, wie heiß der Körper da ist. Und das ist schon krass, diese Thermalvisier, ne? Ich frag mich, wie sowas geht. Das muss ja irgendwie anhand der Temperatur gemessen werden. Anders geht's ja nicht, weil der menschliche Körper ist ja wärmer. Und deswegen. Transport ist direkt voraus, Captain. Bringt uns zum Exfiltrationspunkt. Auch die Soundeffekte sind heftig. Man hört richtig, dass man im Schnee läuft. Hört ihr das? Ja, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Tut mir leid, wenn ich noch so ein bisschen angeschlagen und sowas rüberkomme, aber ihr könnt mich, denke ich, alle nachvollziehen. Aber ich wollte jetzt auch nicht hier eine Woche einfach nichts kommen lassen auf dem Kanal. Ich habe ja auch Bock auf das Finale und sowas. Und das lenkt mich ja auch ab und ihr lenkt mich ab. Und jetzt ist eine Zeit da, wo ihr für mich da sein müsst. Jetzt müsst ihr für mich da sein, Freunde. Ich sag euch so, wie es ist. Ich weiß, ich habe viele auch in meiner Jugend, in meiner Zeit vor 10 Jahren, durch viele schwere Sachen begleitet. Und jetzt seid ihr in der Reihe, mich durch sowas zu begleiten, ne? Ich liebe euch doch alle. Wir sollten zu unserem Transport und verschwinden. Ja, warte mal. Wollt ihr mir gerade sagen, ich habe eine Ehrenrunde gedreht? Oder kann ich auf Eis laufen? Oder wo lang? Wo? Ach, ich bin so dumm, Digga. Ich bin so dumm. Ich hätte einfach... Man kann doch Touchpad drücken und dann wird einem doch angezeigt, wo man lang muss, Digga. Und ich renne einfach hier komplett zurück. Ich wäre schon fast wieder ins Wasser eingekracht. Ich habe einfach eine Ehrenrunde gedreht. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Ich werde dann nächste Woche auf diesem Kanal ein neues Spiel anfangen. Ich weiß noch nicht genau welches, was wir machen werden. Alle Bravo. Kann ich noch nicht sagen, ich werde mir darüber Gedanken machen. Ich werde mir darüber Gedanken machen, aber ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich bringen werde. Ich brauche da auch erstmal jetzt ein bisschen Pause und die Tage auch weitere Pause. Krass, wie man das so sehen kann. Wie weit ist unser Transport? Was war's denn? Scharfschütze! Wie scharf. In Deckung. Das kam von den Bäumen da vorne. Thermalsicht zeigt nichts. Hat Thermaltarnung. Gas, bewach Shepard. Soap und ich übernehmen den Scharfschützen. Roger. Mir nach, General. Scheiße, Alter. Das ist einfach nur ein Scharfschütze. Oder wo? Ich hasse sowas. Fühl ich mich voll beobachtet. Sehe den Scharfschützen. Wie, du siehst den? Der Scharfschütze wechselt Position. Ja, wo? Da. Da ist er, hinterm Baum. Der ist da hinterm Baum. Da. Alter, Bruder, der hat mir Quickscope gegeben. Der hat mir Quickscope gegeben, Junge, ich war fast tot. Junge, der hat mich am Kopf getroffen oder so.
Ich hoffe, Ihre Infos sind das wert, General. Meine Infos sind das immer wert. Gib mir das Scheibschussengewehr. Ihr kriegt sie, wenn ich hier raus bin. Oh, geil. Guck jetzt. Das mache ich Quickscope. Duck. Duck, Schuss. War früher mit dieser ACOG-Zielfernrohr. Bei Call of Duty, wie geil das war. Vorne ist unser Truck. Offenbar haben wir einige Bewunderer. Ich werde auf jeden Fall auch MW3 online noch spielen mit euch gemeinsam. Da habe ich auch Bock drauf. Ohne Ende. Sechsanfahrer und Ghost. Unser Transport ist kompromittiert. Ghost sichert die Landezone. Treffe euch am Sägewerk. Geht zu Fuß über den Kamm hinter dem Feld. Stimmt. Zum Glück treffen wir noch mehr Besucher. Gut. Die anderen sind weg. Hinlegen. Ausschwärmen. Oh, da ist immer noch eine scheiß Scharfschütze. Ja, ich war einfach falsch getroffen. Wo ist der scheiß Scharfschütze, Mann? Alter. Pff. Junge, das ist einfach Bob Lee Swagger. American Sniper. Ist er das? Das ist so hoch, Digga. Der haut ab. Hinter dem gefällten Baum. Da ist er. Ich sehe ihn. Irgendwas gesehen gerade. Er kennt ihn nicht. Der hat seine scheiß Tarnung an. Da hinten, ich sehe ihn. Oh mein Gott, hab ich mich gerade... Hä? Wie hat der mich getötet? Oder war das noch ein anderer? Ich weiß es nicht, aber irgendwas war da noch. Unser Truck. Krass. Einige Bewunderer. Bestätigt. Anders Scheiße, ich dachte, er wäre tot. Sechsanfahrer und Ghost. Besten ruhig zuerst die Sniper. Treffen wir uns. Ja, geil. Junge, mein Aim. Ah. Ausschwärmen. General, bei mir bleiben. Den Kopf unten halten und nicht reden. Jetzt meist auf meine Art, Freunde. Geh jetzt mal ein bisschen weiter vor. Der Motor ist hinüber. Die Ausrüstung ist noch zu gebrauchen. Der Scharfschütze liegt am Boden. Seh ihn. Scharfschütze am Boden. Das sind wirklich zwei. Irgendwas passiert hier. Verloren. Das Gegner? Alles sicher. Gute das Arbeit. Yes. Hatte nichts anderes erwartet. Wollte schon sagen. Der Truck ist Schrott. Wir müssen zu Fuß zur Landezone. Wir treffen uns mit Fahrer beim Sägewerk und schalten alle Feinde aus. Jetzt verstehen wir uns, Gas. Man weiß nicht mal gefühlt, wer ist manchmal, ne? Man weiß es manchmal echt nicht. Soap und Ghost sind wenige Minuten entfernt. Verstanden. Landezone sicher. Gebe Änderungen durch. Mal deine Munition hier aus deinem scheiß Rucksack da und stopp! Kampf vom Sägewerk. Fahrer ist dort. Kilo, bitte melden. Und die Patrouillen umzingeln das Sägewerk. Der Kampf wartet, Captain. Okay, für Conny. Conny, Alter. Einfach Conny. Fahrer, wie ist dein Status? Unsere Mission, andere Seite des Sägewerks. Könnte Hilfe gebrauchen. Okay. Position wir helfen hier. Verstanden. Bravo 6, der linke Weg sieht besser aus. Fahrer zählt auf uns. Du bist ein Nesto-Sniper-Schütze. Warte. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wir gehen einfach mal hier lang. Hui. Ganz langsam. Junge, man denkt immer... Das ist ein Gegner. Conny ist überall. Fahrer, wo steckst du? Oh, Alter. Rück vor und ich gebe von hier auf Deckung. Gas, nimm Shepard und such Deckung. Soap, zu mir. Nein. Hier drin aufrüsten. Ich brauche keinen Aufpasser. Vielleicht kommt er mit. Sie können froh sein, dass wir sie nicht fesseln. Das ist einfach Fahrer abgeballert, Alter. Ihr findet es von Feinden. Aufpassen, aufpassen. Ich bin Profi-Sniper. Guck jetzt, wollt ihr gleich mal einen Quickscope sehen von mir? Ganz schnell aufs Visier und dann... Oh, scheiße. Also das ist Quickscope. Oh, oh. Nein. Muss aufpassen. Reicht mit Quickscope-Action. Und wie Bock das mit Sniper macht. Ohne Scheiß. Das war's. Das war's. Das war's, Freunde. Ey, das ist... Mann, ey, weil ich quick snipen wollte, ey. Das ist so schwierig manchmal. Scheiße. Die haben aber auch krasse Waffen hier. Ey.
Ich brauche ein normales Sniper-Visier. Ich hasse dieses komische kleine Visier. Ich brauche eins, was so richtig schön ist. Wo? Boah, das war stark. Jetzt hätte man das Dreck machen müssen. Zack. Ey, Fahrer, ich komme mit dem Fahrrad. Und wenn ich dich vom Fahrrad schlag, machst du einen Radschlag. Okay, ich kümmere mich. Und ich habe so Bock auf Call of Duty Online zu spielen, Freunde. Und dann mit der Sniper da alle Ops zu nehmen. Gehen in den ersten Stock. Mach ja direkt Headshot wieder. Headshot. Kein Headshot, aber trotzdem tot. Oh, Pumpgun ist auch geil, glaube ich. Oh oh. Zeig dich. Mit Pumpgun auch mal mit. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Dann mit der. Halt, halt's Maul. Leg dich hin. Alter. Junge, was geht hier ab? Oh, jetzt geht's ab. Fuß weggeschossen. Arsch weggeschossen. Hat nach. Oh oh. Manche haben scheiß Rüstungen oder so. Ah. Ah, Mann, ey, jetzt verkacke ich die Schüsse. Ey, aufpassen. Alter. Wer trifft mich denn hier? Das ist aber eine geile Mission, ey. Erstmal echt Bock. Der Sniper hier. Road to Quickscope Beast wieder. Guck mal jetzt, Quickscope. In seinen Fuß. Ey. Ah. 360 No-Scope kommt jetzt. Woohoo. Boom. Stell mal vor, ich hätte so einen getroffen. Wie krank das wäre, oder? Seile mich ab. Fahrer! Unterhalb dieser Klippe. Ghost ist in Position. Stoßen wir zu ihm. Oh. Sie sind weit weg. Ich bin aus Versehen auf R1 gekommen. Ich habe einfach Wurfmesser geworfen. Ey. Ich kann nicht mehr aus dem Wurfmesser geworfen. Ghost ist in Position. Stoßen wir zu ihm. Ist das geisteskrank, Alter. Sie sind weit weg. Ist das geisteskrank. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein Kopf. Ich weiß, es aus wie ein Gegner gerade. Das ist einfach ein Baumstamm. Baumfeld. Der Wind wirbelt Schnee auf. Es zieht ein Sturm auf. Hat Conny dir einen Besuch abgestattet, Ghost? War nicht in Stimmung, den guten Gastgeber zu mimen. Ich muss auf jeden Fall andere Waffen nehmen. Scheiß Pumpgun bringt nichts, wenn diese krassen Bewegung Gegner da kommen. Da vorn. Sicherheit. Gastorf. Ist kein Hinterhalt, wenn wir schneller sind. Gute Idee, Gas. Fahrrad so bleibt links. Gas nach rechts mit Shepard. Unterwegs. Ich komme mit Shepard und es ist Shepard. Der Wind frischt auf. Der Riss im Eis könnte sich als Deckung eignen. Nichts Besseres. Jemand sollte ihm das Maul stopfen. Ich sehe ihn. Hey. Mach dich halt. Das ist voll schwierig, Mann, wenn die sich alle so bewegen im Schnee. Hab ich? Alter. Auf dem Dach. Irgendwo soll ein Scharfschütze sein anscheinend, aber wo? Alter. Junge, das ist voll die schwere Stelle, Leute. Ich sag's euch, ne? Das wird richtig schwer werden hier. Ich muss mich voll konzentrieren jetzt hier. Oh, ist eine Granate irgendwo. Boah. Eins. Ich bin so frei. Zwei. Nutzt den Schnee als Deckung. Ich wollte ihm eigentlich Collateral geben. Oh, oh, hier ist irgendwo jemand direkt, ne? Oh. Alter, wie schnell ziehen die bitte mein Leben ab? Boah, Collateral, ne? Zwei mit einem Schuss. Oh, sieht aus wie Raketenwerfer. Auf. Verdammt guter Treffer. Raketenwerfer habe ich. Nein. Boah. Habe ich. Raketenwerfer down. Und eigentlich haben wir hier einen sehr guten Spot, ne? Sag ich so, wie es ist. Warte, da ich so. Alter, man sieht nicht mal mein Zielfernrohr so ganz. Wenig Munition. Ich bin ehrlich, wenig Munition. Nur noch 8 Schüsse, ne? Die müssen reichen.
Junge. Ich sehe mein Fadenkreuz auch fast gar nicht. Die letzten 5 Schüsse. The last 5 shots. Da. Hab ich. Alle erledigt. Roger, Thermalsicht. Alle erledigt? Wo kommen die Schüsse her? Nein. Oh, die letzten 2 Schüsse. Nein. Der letzte Schuss. One last shot. Gut geschossen, Bravo. Solide Trefferfahrer. Dankeschön. Alter. Markiere die Landezone beim Boot. Formieren auf mein Zeichen. Einsatzgebiet umkämpft. Ich will auch wieder meinen Sniper haben. Ich brauche Munition. Wo sind eure Rucksäcke? Da, jawohl. Gib her. Entdeckt. Im Blick, Lieutenant. Sehr geil. Exfiltrationspunkt voraus. Nach dir 6. Sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen heute noch kommen werden und so, aber ich glaube, wir haben noch einiges im Voraus. Schießt der hin, da oben? 1. Oh, scheiße. Muss mich hinlegen. Auf seinen Fuß schießen. Luft ist rein. John, wie ist der Start? Coole Mission, ehrlich, macht voll Bock. Kämpft. Hol Nick ran, aber er soll Abstand halten, bis es sicher ist. Bereit machen, da kommen bald noch mehr. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr. Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt eine richtig schwere Stelle irgendwie. Warum glaube ich das, Chat? Oh, da oben. 1. Jetzt muss jeder Schuss sitzen, Freunde. Das ist so wichtig. Guck, das meine ich. Oh, oh. Scheiße. Lad nach. Guck, wie lange der nachhält. Conny-Fahrzeuge nähern sich. Oh nein. Jetzt sind wir... eine ganze Scheißkompanie auf uns. Wo Conny-Fahrzeuge? Wir können nicht weg, bis sie erledigt sind. Sag, wo? Ach, da. Schnell nachladen. Genau so. Schnell, schnell, schnell. Warte, warte. Schneller. Junge, wie gut war dieser Raketenwerfer, bitte? Wie, es kommen weitere? Wollt ihr mich verarschen? Gib Munition, wo ist dein Rucksack? Schnell. Lad nach. Und? Oh, oh. Oh, oh. Warte. Junge, wie viele kommen denn von diesen Scheißfahrzeugen? Oh, oh. Ich schwöre, der Granatenwerfer war Gamechanger. Hätte ich den nicht gesehen, wir wären am Arsch. Muss nicht aufpassen. Ein Schuss, wir sind sofort tot gefühlt hier. Schieß, schieß, schieß. Jawoll. Na, wo sind wir sicher? Alles sicher. Was? Nick, was bist du da? Hä, wie gut? Landung in 30. Landezone gesichert. Verstanden. Bitte warten, du Captain. Alter, geil. Wir haben es geschafft, oder was? GG's. Ja, wir sind zweimal gestorben oder so, aber... Du wurdest von einem landenden Helikopter getötet, Digga. Es ist klar, wieder im Finale passieren mir solche Sachen. Jetzt stell dir vor, alles von neu. Nick, wann bist du da? Landung in 30. Jetzt sag... Landezone gesichert. Okay. Ich dachte schon, stell dir mal vor, jetzt kommen wieder, werden wieder diese Autos gekommen. Ich hätte wieder gegen die kämpfen müssen. Stellt euch das mal vor. Ihr wisst ihr, was dann hier los wäre, Digga? Ich wäre komplett durchgedreht. Dann wäre ich komplett durchgedreht, Freunde. Dann gäbe es kein Zurück mehr. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Meine Güte, Alter. Aber war eine coole Mission, oder? Eins in den Chat, eins in die Kommentare. War geile Mission. Lasst gerne einen Daumen nach oben dafür das große Finale. Vielleicht schafft ihr die 3000 Likes. Das wäre krass. Verstanden. Sicheren Flug. So, jetzt bin ich gespannt, was... Oh, bitte diese Grafik. Fick. Dorthin. Was wird das? Entscheide dich. Laswell. Ohne die Sterne und Balken sehen sie aus wie Scheiße, General. Die Besten der Besten. Alle versammelt. Nur eine Ausnahme. Sie. Was ist die Agenda dieses Kriegsrats? Eine Wahl. Gebt ihr mir eine? Nein. Ich bin ganz Ohr. Reden Sie. Gestehen Sie,
alles. Sie wissen doch alles. Der Kongress nicht. Und ich wette, der wäre ganz Ohr, meinen Sie nicht? Nur das? Nein. Waschen Sie mich rein. Sagen Sie, wer ich bin, was Sie mir gaben und warum. Niemand sonst hatte den Mumm, das für Sie zu tun. Für alle hier. Dann tun Sie das Richtige, General. All Ihr Wissen über Makarov und Ihren Hund Graves an der Leine. Sagen Sie ja, und wir bringen Sie heim. Oder Sie kriegen Alleinzeit. Und erfrieren hier. Die Version liegt mir mehr. Oh, sah geil aus. Der Gefangene muss sich auf Selbsterhaltung konzentrieren, damit er schließlich bricht. Der lacht. Gut, dass Sie sich an Ihr Training erinnern, General. Wenn Sie mich verarschen, John, dann wird es Ihnen leid tun, dass Sie mich verschont haben. Ab in den Flieger mit dir. Los geht's. Junge, wenn die Grafik mal so in-game auch wäre, ne? Wie bei diesen Zwischensequenzen, das wäre so geil. Makarov hat vor zu beenden, was er in Verdansk anfing. Oh. Er will, dass Conny heute Nacht beim Gora-Damm zuschlägt. Sprengt er den Damm, wird die ganze Stadt weggespült. Es gäbe viele Opfer. Wenn er seinem Plan treu bleibt, schiebt er Safara und den Westen. Halten wir ihn auf. Ihr geht zum Damm. Alex und meine Leute haben Conny zu einem Flugplatz in Nord-Ursistan verfolgt. Vermutlich Makarovs Operationsbasis. Wir werden am Morgen angreifen. Deine Truppen brauchen Hilfe. Kriegen sie. Shadow gibt Luftunterstützung. Wir können Graves nicht so dicht an Fahrer und ihren Truppen Feuer regnen lassen. Ich vertraue auf Shadow. Sie wollten doch Graves an der Leine und genau das werde ich tun. Aber halten Sie sie kurz, General. Wir haben einen Namen. Verdammt richtig, ja. Guess und ich gehen mit Farah. Soap und Ghost übernehmen den Damm. Roger. Nick sorgt für den Transport. Ich starte einen Predator zur Überwachung. Lasst euch nicht schnappen. Niemals, Sir. Bleibt wachsam und passt auf. Viel Glück allen. Okay. Jetzt kommt so die finale Operation. Geil, wir sind hier am Damm. Achtung, Conny-Personal gruppiert sich auf mehreren Positionen unterhalb. Damm, für die Sprengteams. Und eine Chance für uns, sie zu finden. Bestätigt. Findet die Sprengladungen und entschärft sie. Es stehen zu viele Leben auf dem Spiel. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Boah, guckt euch mal die Aussicht an. Geil. Ich zum Reservoir vor. Jetzt rein. Oder? Aber Vorsicht, sie sind wohl von Conny umstellt. Hier ist die alte Kasse Wasser. Wenn du die Abwürfe bergen kannst, dann kannst du einfach bleib am Bau. Verstanden. Bomben entschärfen, 0 von 4. Dabei soll ich noch unentdeckt bleiben. Wir bewachen etwas. Da muss eine Sprengladung sein. Warum ist keine andere? Die Brücke steuert den Durchfluss. Wenn sie weg ist, strömen Milliarden Liter nach Verdansk. Die Stadt überfluten und alle Bewohner töten. Die Brücke könnte ein Ziel sein, Ghost. Such das Gebiet nach Sprengsätzen ab. Leg einen Zahn zu, Ghost. Wenn die Ladungen hochgehen, haben wir ein Was soll ich denn hier machen? Einfach den hier. Will ich entdeckt werden? Wir müssen hier versuchen, so an der Kabel möglichst zu werden. Guck mal, wie viele Soldaten hier sind. Nein. Hab ich gesehen? Das ist die Bombe. Oh mein Gott, die waren einfach unter Wasser. Ich kann nicht mehr. Ich Idiot, die waren einfach unter... Oh. Alter. Oh mein Gott. Okay, wir müssen aufpassen, Alter. Andere Bombe scheint hier oben zu sein, ne? Bravo 7-1 an Watcher 1. Hier ist Wasser. Wir haben hier oben ein Problem. Benzinkanister, Wasser, noch intakt. Makarov will die Wasserversorgung vergessen. Makarov flutet nicht nur die Stadt. Er verseucht auch das Wasser. Alter, was soll ich mit dem scheiß Kanister? Bruder, was soll ich mit diesem scheiß Kanister da machen, ey? Scharfschützen auf den Dächern. Wurde ich gerade von einem Scharfschützen geholt? Wer hat mich da gerade geholt? Ist aber niemals ein Scharfschütze, oder? Verstanden auch. Scheiße, egal, komm, machen das jetzt, Freunde. Mach's jetzt auf meine Art und Weise. Guck jetzt. Warte. Alles klar, boah, die sehen mich nicht, oder? 07, Achtung, Conny bewachen das Becken. Guck mal, wie gut, Alter. Habt ihr das gesehen? Die Brücke steuert den Durchgang. Wie gut das war, Chat? Wenn sie weg ist, strömen Milliarden Liter nach Verdansk. Die ganze Stadt überfluten. Die
Brücke könnte ein Ziel sein, Ghost. Such das Gebiet nach Sprengsätzen ab. Okay. Das war doch richtig stark, oder? Hinterher ist man immer schlauer. Hinterher ist man immer... Überall eine Gegner. Explosion an dieser Stelle würde Kraftwerk und Stützpfeiler zerstören. Der Damm würde einstürzen. Das dürfen wir nicht zu. Bleiben wir dran, Lieutenant. Pause ist vorbei, Lieutenant. Los geht's. Okay, die scheint über uns zu sein, die Bombe, ne? Also jetzt müssen wir mal vielleicht die Leiter hochgehen. Ist auch eine coole Mission bisher, Alter. Riecht so undercover. Tritt in den Arsch. Ja, und wo sind diese verfickt... Wo ist diese scheiß Bombe? Wo ist die Bombe? Ist sie das da, ja? Hört ihr das? Oh nein. Oh, das ist ein automatisches Gerät. Seht ihr das? Oh nein. Jalla, 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 jalla. Mach kaputt, die Scheiße. Steg entschärft. Alles okay. Oh mein Gott, was soll ich machen gegen diese Scheiße da, Freunde? Was soll ich da machen? Ich hoffe, ich habe das Ding getroffen. Boah, wie gut ich geworfen habe. Alter, das ist für eine geile Waffe. Alter, ich bin gerade richtig gesandwiched hier, Mann. Ich muss auf mein Leben aufpassen. Wieder Hals im Maul. Bruder, was geht hier ab, Alter? Was ist denn das für eine Mission? Können die mich hier jetzt sehen? Wie wollen die mich sehen? Die wissen doch gar nicht mehr, wo ich bin. Können sie nicht wissen. Unmöglich. Bleib unter Wasser, solange du kannst. Guck, jetzt ist wieder Radar oben links gelb. So. Aufladen und wieder runter, bevor die anderen mich da wieder sehen. Digga, guck, die schon alle hier gucken. Also sind schon alle so ready. Anaconda immer ready. So, guck mal hier. Was ist näher? Der andere wäre eigentlich näher gewesen, ne? Aber egal. Wir gehen jetzt zu dem hier hin. Da müssen wir hin. Boah, da muss man echt konzentriert sein. Man merkt, das ist Finale. Es wird immer schwerer, es wird immer schwerer. Dann komme ich da hoch. Ich muss hier irgendwie an der Seite hoch. Scheiße, kommt aber nicht hoch, Mann. Echt kacke gerade, Leute, ohne Scheiß. Ich muss da irgendwie hoch. Komm ich da hoch? Gut gesehen. Ach, geil. Ja, die Mission ist echt kacke schwer, ne? Ja, jetzt muss ich hier aus dem Wasser schießen, Alter. Da ist einfach ein scheiß Scharfschütze und. Ja, ey, Leute, die Mission ist zu schwer. Wie soll ich das auf dieser Schwierigkeit schaffen? Wollt ihr mich verarschen? Ach, halt's Maul, Digga. Ich bin schon wieder fast tot, ne? Ey, Leute, wie schwer ist das denn bitte? Wie komme ich da hoch, diese verdammte Scheiße? Spring, du Nutten, Alter. Oh, oh. Blyad. Hier weg. So ein scheiß Sniper-Schütze auch noch da oben. Ey, wie soll ich den denn holen? Ja, klar. Junge, mach den. Oh mein Gott, der hat mich getroffen, der Sniper, ne? Oh Gott, Digga. Da oben ist auch ein Sniper-Schütze. Ich kann nicht mehr. Treffe ich den? Ja, ich hab ihn, der ist down. Junge, ich muss einfach mit der Waffe hier schießen aus der Distanz. Auch von hinten überall, Digga. Ich muss die Scheiße entschärfen. Ah, da ist doch jemand. Hab ich gar nicht gesehen. Das war's. Ich schaff das nicht, Freunde. Ich schaff alles, ich schaff das nicht. Tut mir leid. Das war's. Das war's, meine Damen und Herren.
Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, diese Mission, Alter. Helikopter. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich hier rein. Ich muss hier nämlich rein, Digga. Das ist meine einzige Rettung gerade, ohne Scheiß. Es war gerade schlau, dass ich hier reingegangen bin. Außer es kommt eine Granate. Junge, wie soll man diese Stelle hier schaffen, Alter? Wenn du einmal stirbst, musst du, glaube ich, noch alles von neu machen. Niemals mache ich nochmal alles von neu. Ich muss das jetzt schaffen. Oh, die Waffe ist aber echt geil, das muss ich schon sagen, ne? Wo ist das Sprengzeug hier? Ist hier im Wagen oder was? Ich sehe eine Bombe hinten im Truck. Entschärft die Scheiße. Bitte, yalla, yalla. Richtig. Eine Bombe ist noch aktiv. Das ist ein Panzerplatten, ich sehe Panzerplatten. Oh, super, super, das ist sehr geil. Mit dem scheiß Auto, fahr damit. Ich fahr jetzt einfach damit, ist mir scheißegal, Alter. Ach, geil, Alter. Ja, geil, Digga. Ja, geil. Direkt Zielscheibe geworden. Alles klar. Was ist da drin? Panzerbrechende Geschosse. Geil. Kluster. Halt's Maul. Digga, Digga, was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Wer wirft denn die Granaten hier? Wir sind junger Gott. Wo ist dieser Jamaniak? Hier ist irgendwo jemand. Irgendwo ein scheiß Sniper, egal. Oh. Die Waffe ist echt gut, mit der komme ich richtig gut klar, Freunde. Ein Gebäude im Westen, am Fuß. Oh, Claymore. Halten, mein Gott, halte die Scheiße. Komm schon. Betäte die Kontrollstation. Oh, Junge, da war wirklich wieder, wieder noch eine Claymore, ne? Muss hier schnell rein. Ist scheißegal. Nein, nein, ich will meine Waffe wieder. Komm, mach schnell, bitte entschärft. Da muss gespeichert sein oder so, bitte. Oh, ihr schießt was. Oh mein Gott, Digga. Hier oben ist alles klar. Hilf mir doch. Verstanden, Watcher 1. Sind unterwegs. Schwing die Hufe, Nick. Wir haben Fracht zu laden. Roger. Noch eine Minute. Erreiche die was? Halt's Maul, Digga. Was war denn das? Ey. Oh Gott, ich muss da irgendwie jetzt rüberkommen, ne? Ach du Scheiße, wie soll ich das denn jetzt machen? Wo kommt der denn her? Ich hab ne Idee. Alter. Mach mal, mein Auge juckt auf einmal. Was ist das? Ich seh nix. Gebäude im Südwesten. Finde die Sprengsätze, Ghost. Halte Funkkontakt für Feindaktivität. Oh oh. Junge, nennt mich James Bond, Digga, sein Vater. Boah, wie gut. Habt ihr das gesehen, Chat? Das gesehen? Seid ihr stolz auf mich? Wo ist der verdammt? Ja, ja. Keiner weiß, wo ich bin. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, Digga. Was mache ich hier? Ach du Scheiße. Was soll ich denn hier machen? Erreiche den Exfiliationsort. Ich war doch da. Ey, ich schwöre, ich war doch gerade da gewesen, ne? Fahr rein, du Hundesohn! Komme zu euch! Lande bei der Brücke! Schneller! Ich war, ich bin tot! Ich bin tot! Der hat mir eine Bombe gegeben, ich bin tot! Ich muss da rein in den scheiß Wagen! Spring doch rein, du Hundesohn! Alter, war das schwer!
Junge, 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 Alter, war das schwer, Leute. Ey, ich hab gedacht, der knockt mich jetzt aus, gib mir eine Bombe, ich lieg K.O. Junge, Junge, Alter, das war echt... Das war knapp, sein Urgroßvater. Ghost und Soap haben am Damm eine Katastrophe verhindert und Makarov gestoppt. Jetzt bist du dran. Mit Farah und Alex wird es gelingen. Du und Graves seid im selben Team, John. Vergiss das nicht. Ich vergesse gar nichts. Sieht gut aus, Jungs. Wir sind bereit für Pre-Check. Bereit für Pre-Check. Ja, kannst losgehen. Wir agieren gemeinsam. ULF, 141 und Shadow. Alle zusammen. Yes. Schade. Alle zusammen? Ganz sicher? Wenn nicht, verlieren wir. Ist die Werkstatt klar? Freigabe. Beginne Triebwerkscheck. Check. Startklar. Der Duo ist betankt. Oh, ist das Kontrolle. Freigabe ist im Rollen. Ich muss jetzt ein riesiges Flugzeug fliegen. Roger. Fliegen wir. Roger, Roger. Kennen Sie Leute noch? Roger, Roger. Wait, wait, it's the bus. We are running a forward through. Flying all the time. Roger, Roger, wir ziehen in den Krieg. Männer, seid ihr bereit? Let's go. Zuschlagen, Shadow. Zuschlagen, Shadow. Oh, Junge, das ist ein halber Film, den wir hier sehen, ne? Shadow 1 ist auf Station. Shadow 1, Bodenteam ist am Sammelpunkt Friedhof. Ihr gebt Deckung aus der Luft, während Sie die Chemikalien und Makarov aufspüren. Verstanden. Shadow 1, Bodenteam ist beim Friedhof im Westen. Scheiße, Digga, jetzt geht's ab. Sind mit IR-Signalen markiert. Sichtkontakt melden. Bum, 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 bum. Sichtkontakt zum Bodenteam bestätigen. Dann halt. Das Bodenteam, ach so. Schütze, Sichtkontakt bestätigen. Ja, lass mich erstmal gucken. Da. Nee. Du bist dran, Schütze. Wollt ihr mich verarschen? Bin ich so blind? Finde das Bodenteam. Wir müssen uns beeilen. Wir sind hier oben nicht gerade unauffällig. Ja, was ist denn das Bodenteam? Hier sind doch Leute im Boden. Kommen wir diese Schwarz-Weiß-Filme hier? Irgendwas klingelt da so hinterm wie McDonalds hinter der Kasse, Alter. Sichtkontakt bestätigt. Markiere. Ah, okay. Wir haben Sichtkontakt. Ich hab's gar nicht gesehen, diese Scheiße da. Unser Ziel sind die zwei Hangars. Bewegen uns auf euer Zeichen. Markiere Bedrohung auf dem Friedhof. Bodenteam Position halten, wir sichern das Gebiet. Schütze Beschuss starten, schalte die Bedrohungen aus. Am Abzug. Dann mal an die Arbeit, Shadows. Gut, Johnny weiß, dass wir hier sind. Alter. Der Typ ist erledigt. Hier fliegen diese... Alter. Conny beim Kommunikationsturm. Ist das krank, Schütze, wie diese Menschen einfach sterben, ne? Das ist eine Raketenstellung beim Turm. Schütze eine Rakete auf diese Stellung. Wo? Conny zielt auf uns. Schießt eine Rakete auf die Stellung. Feindliche Raketenstellung. Die Raketenstellung angreifen. Hä? Woher kommt denn die Rakete her? Conny zielt auf uns. Schießt eine Rakete auf die Stellung. Ach, da. Feindliche Raketenstellung. Ach, cool. Ja, ich hab das nicht gesehen, Digga. Ich schwöre, diese Schwarz-Weiß-Filme, die gehen mir auf... Sack, diese Schwarz-Weiß-Filme, Alter. Bin ich ja 1980 oder was? 1950. Bewegen uns auf euer Zeichen. Markiere Bedrohung auf dem Friedhof. Bodenteam Position halten. Wir sichern das Gebiet. Schütze Beschuss starten. Schalte die Bedrohungen auf. Okay, let's go. Am Abzug. Dann mal an die Arbeit, Shadows. Conny weiß, dass wir hier sind. Überleg mal, sind auch alles Menschen, ne? So was nicht, Alter. Das ist schon krank, wenn man sowas sieht. Das ist eine Raketenstellung beim Turm. Schütze eine Rakete auf diese Stellung. Ja. Conny zielt auf uns. Schießt eine Rakete auf die Stellung.
Ja, cool, wie sich dieser scheiß verfickte Helikopter bewegt, ne? Digga, das ist doch so lächerlich. Guck mal, ich kann mich nicht umdrehen, dieser Bastard! Wie fliegt der denn, ey? Meine Güte, seht ihr das, wie der fliegt, dieser Nutten? Wie fliegt der denn? Ich konnte mich nicht umdrehen. Fick deine Bedrohung. Junge, Alter. Zum dritten Mal diese scheiß Stelle hier, ey. Jetzt können die alle verrecken, ist mir scheißegal, ey. Schütze, da ist eine Rakete an der Stellung. Dein Vater ist da unten. Conny beim Kommunikationsturm. Ah, jetzt geht's auf einmal. Guck mal, geht immer noch nicht. Ich kann mich nicht weiter nach rechts drehen. Hey. Ey, fickt euch ins Knie. Ich schwör auf meine Mutter. Fickt euch ins Knie. Ihr dreckigen Bastarde. Ey. Wie? Ich komm nicht weiter nach links. Guck. Ja, jetzt. Feindliche Raketenstellung. Hey. Die Raketenstellung angreifen. Guter Treffer. Ziel zerstört. Mann, hab ich auch einen Predator oder was? Da im Süden. Conny rückt auf den Friedhof vor. Shadow 1, Bodenteam hat Kontakt, Feuer frei. Verstanden, wir sind dran. Boah. Das ist krank. Das ist auch geil. Bodenteam rückt durch den Friedhof vor. Weiter weg von Gavin. Alles klar. Shadow passt auf euch auf. Junge. Ich bin ehrlicherweise nicht so der Fan von solchen Missionen irgendwie. Ist nicht so meins, diese Luftabballern-Ding. Ich habe damals mit meinem Vater ein Spiel gespielt auf der PlayStation 1. Da hast du auch das die ganze Zeit gemacht. So ein richtig geiles Flugzeugspiel. Oh, oh. Alter. Ist das krank, heute die fliegen. Geben, Scheiße, das Spiel ist echt brutal, ne? Boah, die kommen gut. Deine Auge am Himmel. Boah, Junge. Das Spiel ist echt brutal, finde ich, ne? Shadow 1, gute Treffer. Immer weiter so, Bodenteam rückt vor. Wir schützen euch. Wirkungsvoll. Wo ist der Rest? Verstanden, Conny Jet. Markiere das Ziel. Markieren. Erledige diesen Jet, bevor er abhebt. Ja. Ach, da. Crew, legen wir los. Hey. Wenn er in der Luft ist, haben wir ein großes Problem. Der Jet hebt. Tag. Boah. Luft überlegenheit, Shadows. Feinde stoßen über die Rollbahn vor. Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn. Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg. Erwischt. Verstanden, halten die Position im Südwesten. Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams, nicht auf die Hangars feuern. Boah, guck mal, die kommen jetzt richtig geil. Warte, ich würde die hier so platzieren, hier. Bodenteam, ihr könnt loslegen. Verstanden, Bodenteam rückt zu Hangar 1 vor. Gib ihnen Deckung bis ins Zielgebäude. Warte, ich rede jetzt auch so wie die. Okay. Roger, Roger. Ich gebe mein Bestes. Bodenteam hat Hangar 1 erreicht. Wir gehen rein. Perfekt. Bedrohungen aus den Gebäuden auf Roger, der Roger. Markieren. Er schießt drauf. Shooting it, shooting inside. Wow, look at this. This is my Predator Rocket. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ekelhaft. Guter Schuss. Raketenwerfer. Turm im Süden von Hangar 1. Oh. Roger. Keine Chemikalien. Unsere Quelle ist zuverlässig. Makarovs Chemievorrat befindet sich in dieser Basis. Wenn nicht in diesem Haus, dann nächsten. Besser haben wir alle? Sicher gehen. Verstanden, wir suchen hier weiter. Shadow 1, gibt es Deckung? Wir gehen nirgendwo hin, Kilo. Ich sehe keinen. Vielleicht kommt so ein fetter Raketenwerfer. Keine Chemikalien. Hangar 1 ist leer. Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken. Shadow, geben Sie Feuerschutz. Oh oh. Roger, Gold Eagle. Jetzt müsst ihr noch zu Hangar 2 gehen, da links. Mörserfeuer. Roger, Roger. Mörser. 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 Wo ist Mörser?
Da hinten ist ein Mörser. Werden beschossen. Genau, erledigt die Mörser. Den nächsten kriegen wir an. Wo ist der verfickte Mörser? An alle Stationen, keine Chemikalien. Meine verdammte Fresse, Alter. Das würde ich wissen, wie so ein scheiß Mörser-Ding aussieht. Roger, Gold Eagle. Wir helfen, Bodenteam. Mörserfeuer, auf der Westen. Schütze, schieß auf die Mörser, erledige sie. Ey. Ich schwöre, ich erkenne nicht von wo, ne? Ach, da. Werden beschossen. Von wo? Nein, erledigt die Mörser. Den nächsten kriegen wir an. Da. Raketenbeschuss von östlich des Hangars. Mörserteam ausgeschaltet. Auf die Raketenwerfer feuern. Scheiße, Makarov, er würde seine Basis zerstören und die Chemikalien verwalten. Sie werden im nächsten Hangar sein. Und er vielleicht auch. An alle Stationen, Hangar 2 ist sicher. Wir haben die Chemikalien gefunden. Chemikalien gefunden? Negativ, er ist nicht hier. Er könnte in der Nähe sein. Bodenteam, neutralisieren Sie die Chemikalien. Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam, bis der Job erledigt ist. Verstanden, Gold Eagle. An alle Stationen. Wir fangen Conny-Kommunikation von außerhalb der Basis. Roger, Roger. Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung. Auf ein Großaufgebot vorbereiten. Verstanden, ach, Kommando. Das hört sich nicht gut an, Männer. Der Panzer im Norden der Basis. Norden, der Panzer darf die Chemikalien nicht zerstören. Du hast den General gehört. Den Panzer eliminieren. Nichts einfacher als das. Da, wo der Funkturm ist. Oder war? Panzer kaputt. Panzer zerstört. Gut. Ich hasse diese Scheißdinger. Feindfahrzeuge im Norden. Verstanden. Markiere. Schütze auf die Fahrzeuge zielen. Wir rücken zu Hangar 2 vor. Wo geht's, Freunde? Der Predator wird eingenommen mit einer Bombe. Bam. Was? Alter, ist ja voll viel los. Feindlicher Hubschrauber startet im Nordwesten. Sie kommen auf uns zu. Oh oh. Absicht, Heli markiert. Halt dich vom Hangar fern. Schütze, hol die Vögel von innen. Ja, ich versuche mein Bestes. Alter, was geht denn hier ab, Mann? Verfickte Scheiße. Bring Conny aus dem Hangar zurück. Sorg für die Sicherheit des Bodenteams. Boah, krass. Kalt, Schütze. Gut geschossen. Raketen im Anflug. Oh. Und wo kommen die scheiß Raketen wieder? Woher kommen diese scheiß Raketen wieder? Ich erkenne das nicht. Feindliche Panzer direkt nördlich. Shadow, der Panzer darf die Chemikalien nicht treffen. Ausschalten! Du weißt, was zu tun ist. Welcher verfickte Panzer? Ach, das ist ein Panzer. Eine Rakete. Oh nein. Das war's. Bam. Richtig. Junge, man ist hier so. Man ist hier so im Stress gefühlt bei dieser Mission, Alter. Alle Stationen, Qualität einen weiteren Angriff. Vergraben wir sie. Shadow 1, Achtung. Türen öffnen sich bei einem Gebäude am westlichen Ende der Rollbahn. Nahe Friedhof. Das ist Connys Basis in Osigstrahl. Oh mein Gott. Jetzt Predator, jetzt Predator. Mach Predator, mach Predator, du Rutschen so. Haben wir ein großes Problem. Was? Oh. Direkt. Der Jet hit ab. Shadow 1, das Bodenteam beschützen. Da habt ihr es. Jet Nummer 2 ist erledigt. Oh oh. Genau so war das gedacht. Brett, haltet sie uns vom Leib. Die kommt gut, die kommt sehr gut. Perfekt. Oh, man ist so unter Stress bei dieser Mission. Ich sag's euch, bitte. Rakete im Anflug. Wirkungsvoll. Die Rakete. Wird erledigt. Predator rein. Ja, genau hier. Und bam. Oh, oh. Scheiße. Ich weiß nicht, wer die ganze Zeit da diese scheiß Raketen schickt, ne? Es reicht doch, was macht ihr mit euren verfickten Chemikalien da drin? An alle Stationen. Laut Abhörung ist Makarov in der Basis. Er hat es auf die Chemikalien. Und oh Gott. Bereit zur Exfiltration? Abgebrochen. Negativ, Chemikalien sind noch aktiv. Schöne Chemikalien! Chemikalien! Halt deine Fresse!
Graves, weiter überwachen. Wenn Sie Makarov sehen, schalten Sie ihn aus. Roger, Gold Eagle. Shadow 1 steht bereit. Schalte den Heli aus. Feindlicher Heli aus Nordosten im Anflug. Das ist Makarov. Shadow, knallen Sie den Mistkerl ab. Oh Gott, Makarov ist das. Es ist Makarov. Bestätigt. Schütze bereit. Weiß, wie ich schon mal mit der Predator. Boah. Der Heli will den Hangar zerstören. Brauchen Luftunterstützung. Schieß doch. Ich schicke ein Handy. Oh, Himmel. Fuck die mich ab. Die fickten Chemikalien. Das war's. Feindlicher Heli geht runter. Das ist ein Ende, Makarov. Jetzt haben wir dich voll am Arsch. An alle, feindlicher Vogel ab. Let's go! Wladimir Makarov ist tot. Roger, Roger. Verlassen jetzt den Hangar. Graves, feuern Sie eine Rakete auf den Hangar, sobald es am Boden sicher ist. Begraben wir Makarov mit den Chemikalien. Boah. Verstanden. Shadow 1, Bodenteam ist draußen. Was ist jetzt passiert, mein Chat? Schütze raus damit. Oh oh. Guck jetzt. Jetzt geht's ab, Feuer. Guck jetzt. Boah. Treffer, der Hangar ist zerstört. So wird das gemacht, Shadow. Oh, was geht hier ab, Alter? Das wie denn hier, Vladimir. Es gibt drei Dinge, denen man nicht entkommen kann: Tod, Steuern und mir. Ja, Tod, danke Steuern. Für die Gesellschaft, Leute. Immer Steuern. Kommando zurück zur Basis. Bin weg. Verstanden, Shadow. Erstklassige Arbeit da draußen. Guten Flug, Junge. Danke für die Hilfe, Shadow. Sechs an alle Stationen. Abschuss ist nicht bestätigt. Ich wiederhole, Abschuss ist nicht bestätigt. Wir müssen alles absuchen nach Makarov. Gold Eagle an alle Stationen. Der Befehl lautet abrücken. Da draußen ist nichts weiter als Feuer und Schwefel. Mehr Bestätigung brauchen wir nicht. Sechs auf die Woher wissen wir, dass Makarov da drin war? Es ist vorbei, John. Der Mistkerl ist in der Hölle. Das dachten wir auch von Ihrem kleinen Shadow, Graves. Makarov ist tot, Captain. Kriegen Sie das in Ihren Schädel. Igel endet. Er labert so eine Scheiße. Shepard sieht nur, was er will. Ja. Sein Name rein und eine Medaille an der Brust. Gib ihm. Was siehst du? Er sieht nur, was er will. Was ich nicht sehe, macht mir Sorgen. Das stimmt. Ich würde auch gerne die Leiche einmal sehen. Werden wir es wissen, Cap. Wo und wann? Das ist die Frage. Sag mir nicht, der hat das überlebt oder der war gar nicht da drin. Ich glaube nämlich, der war gar nicht da drin. Weil so dumm habe ich mir Makarov nicht vorgestellt, dass er so dumm ist. Wir stehen tief in der Schuld unserer Taskforce. Und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Farah Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein, Farah Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim. Und ihre Missionen gegen Al-Qatada und russische Einfälle in Usbekistan. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe bitte. General Shepard im Oktober 2022. Befahlen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Taskforce unter Ihrem Kommando in Las Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Mr. Graves, erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF-141? Ja, so war es. Ruhe, Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! Ruhe! Scheiße, die sind sich in den Rücken gefallen. Retten nur ihre eigene Haut. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss.
Man führt einen Krieg zu Ende, indem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick, flieg Fahrer zurück, ja? Wird gemacht, Captain. Okay, zur Exfiltration. Wir fliegen heim. Let's go. Ich glaube, jetzt müsste schon das Finale ungefähr kommen. Die letzte Mission. Watcher jetzt. An Bravo. Schieß los, Watcher. Der MI6 gibt Kommunikation MI6. Von Conny an uns durch. Mach es kurz, Kate. Wo sind Sie? Conny ist in London. Oh, geil. Heilige Scheiße. London? Lebt Makarov noch? Es gibt Kommunikation von einem Zar 9-0. Sein Rufzeichen. Was machen die in London, Laswell? Laut Aufklärung trifft sich Conny morgen mit einer bekannten Black Hat im Greensbury Park. Black Hat? Achso, Black Hat. Eine Hackerin. Das ist unsere Spur. Auf was will Conny Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Conny ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos haben, müssen wir schnell sein. Ich koordiniere mit der Londoner Polizei und SFO. Ghost, kling dich ins Londoner Überwachungssystem. Sei unsere Augen. Der Rest von uns verfolgt das Ziel. Makarov könnte in unserem Hinterhof sein. Wenn wir erfahren, wo er steckt, schlagen wir zu. Vorerst folgen wir der Spur und finden ihn. Der Vergleich Anschlag in New York oder so. New York sei schon, in London. Bravo, Alter. 07 an Watcher. Kamera ist online. Ich sehe es. Funkcheck? Check. 6 in Position. Das ist wirklich so, London. Guck mal, das Wasser. Bestätigt. Guck mal, das Wasser an. Oh, Big Ben! Big Ben und da hinten ist Check, okay. London Eye. Die Arbeit, Bravo. Da war ich auch mal auf dem Wasser. Halte dich bereit, Soap. Bleib unbemerkt. Verlieren wir sie, verlieren wir Makarov. Jetzt kommt eine Undercover-Mission. Geil, guck euch das mal an. Trojanisches Pferd, Alter. Conny sieht vielleicht auch zu. Das ist geil, hier war ich auch, Mann. Hier war ich auch. Verstanden. Jetzt zurück zu Gasforce, Hope. Du kannst los. Das ist der Hacker gewesen. Dürfen wir nicht lang, müssen hier lang. Area, Kaffee, Food and Drink. Ist das krass, Alter. Hast du mal Feuer? Johnny. Zur Tarnung, Lieutenant. Ja, schlau. Zur Tarnung. Team bewegt sich, Sergeant. Lauf ihr nach, Soap. Geh nur nicht zu nah ran. Geht klar. Oh, was für ein süßer Hund. Warte. Sie bindet ihren Schuh, schaut vermutlich. Hey, gib mal, ich will den Hund streicheln. Popcorn. Sie wie beschäftigt aus, Johnny. Sie hat dich gesehen. Versteck dich. Sie bewegt sich. Bleib an ihr dran. Sie hat mich gesehen, Digga. Was, die Augen auf dem Rücken, ist die Tension an. Ihr hey. Telefon klingelt. Hey. Geh näher ran und lausche. Na? Johnny, wir müssen wissen, mit wem sie redet. Geh näher ran. Nur noch für ein bisschen Postkarten gucken. Ah, cool. Würde funktionieren, sagt sie. Oh, guck mal hier, Big Ben. Ach, das sind immer diese Leute, die so nicht sich bewegen und so, ne? Krass. Das find ich finde das auch immer so krass. Die bewegen sich ja wirklich nicht, ne? Die sind da einfach am Chillen. Was gibt es? Hab das Gespräch verpasst. Die Infos waren entscheidend, Jungs. Mission gescheitert. Hä? Ich war doch da gewesen. Der hat doch zugehört. Er hat doch zugehört, oder nicht? Geht klar. Er hat doch zugehört gerade. Kann ich den Hund jetzt auch mal streicheln? Warte. Sie bindet ihren Schuh. Schaut hey, wie süß. Braver Hund. Süßer Hund. Ja. Sie ist vorsichtig. Die Sache mit Makarov weckt ihr über den Kopf. Ziel bewegt sich. Bleib an ihr dran. Jetzt muss ich gucken, ihr Telefon klingelt. Geh näher ran und lausche. Hey, ich hab die Zahlung. Ja. Hab den USB-Stick hinter dem Mikro. Deponiert. Ja, zwischen Bistro 43 und Tea Café. War mir ein Vergnügen. Vergnügen. Was gibt es? Toter Briefkasten für einen Käufer. USB-Stick. Gasse zwischen Bistro 43 und Tea Café. Wir brauchen Sicht. Ghost, übernimm an den Kameras. Roger. Sehe das Ende der Gasse. Keine Spur von Conny. Die sind wohl weg. Gut. Such im Überwachungsvideo nach jemandem, der die Gasse verlässt. Sie ist wahrscheinlich der Käufer. Die Gasse verlässt. Hab ihn gefunden. Leiser. Bleib an ihm dran, Ghost. Wir brauchen, was immer er hat. Kann ich da bewegen?
Wer geht rein? Käufer ist hineingegangen, so. Sichtkontakt verloren. Wechsel auf eine andere Kamera. Ja, das wollte ich ja. Da ist er, oder? Warte. Ich kann ihn wiedersehen. Da ist er. Ein Bus versperrt mir die Sicht. Dann such einen anderen Winkel. Ne? Siehst du das, Laswell? Ja, Käufer hat Bistro 43 verlassen. Da ist er. Ziel überquert die Straße. Er geht in die Empty Street. Ja. Sichtkontakt zurückerlangt. An alle Bravo. Ziel geht in den Fußgängertunnel. Der Tunnel ist eine Sackgasse. Ein gutes Versteck für Conny. Und Makarov. Die Polizei und SFO stehen bereit. Schlage vor, wir rufen sie her. Verstanden. Alle Stationen bereit machen zum Vorstoß. Kennt ihr noch das Auge Roger. Gottes von Fast and Furious, Freunde? Das ist auch geisteskrank gewesen. Die Umgebung abriegeln. Der Rest kommt mit mir. Voll cool, Alter. Ich liebe das, wenn so Missionen in der Hauptstadt sind, so London und so. Das ist schon sehr, sehr geil. Und bereit, sie aufzubrechen. Bereit zum Aufbrechen. Auf ihr Zeichen, Captain. Bereit. Ziehen wir es durch. 2-1, let's go. 2-1, los. Wir gehen rein. Geh nach links. Sicher. Das Wolf, wir sind drin. Kontakt. Sicher. Oder mit irgendeiner Waffe. Findet den Käufer und sicher den Stick John. Team 1, mit uns nach unten. Kontakte im Gang. Alter. Das Geschütz muss weg. Das ist ein Geschütz? Okay, ich dachte, das ist ein Gegner. Gar nicht erkannt. Alter. Oh oh. Alter, die mich verarschen. Junge. Ist das ein Gegner? Oder was passiert hier, Alter? Junge, ich wirf die ganze Zeit die Granate auf mich selber, ich Idiot! Ich mach's auf meine Art jetzt, mir ist scheißegal, ey. Ja, klar. Die Pumpgun ist so geil, warum wechselt der immer, dieser Hurensohn? Du gottverdammter Bastard! Sorry, aber was macht der da? Es tut mir leid, aber warum immer, wenn man einmal auf Viereck tippt, weil ich das bei Warzone so hab, hat er das hier auch, diese Scheiße. Ich bin eh nicht so der Pumpgun-Fan. Scheiß Dreck, wie shit sie aus. Gegner? Das sieht ja aus wie bei Last of Us im Krankenhaus. Mehr Conny! Sie kommen. Wie viele von denen? Chillt mal eure Eier. War das Rauchgranate? Sag mal nicht Rauchgranate, Digga, wie dumm. Anstatt dass der dann eine normale Granate wirft, ne? Bisschen vorrücken. Muss aufpassen wegen meinem Leben. Und nicht zu viel pieken. Ey, verpiss dich doch mal, Soap. Alter. Raketenwerfer lädt nach. Ausschalten. Wo ist ein verfickter Raketenwerfer? Da. Junge, Junge. Weiß diese Waffe scheiße auf Distanz, ne? Jawohl. Sowas brauche ich. Viel besser. Digga, das ist wieder so ein scheiß Geschütz, ne? Das Geschütz nagelt uns fest. Mach das aus. Mach doch. Ey. Geschütz ausgeschaltet. Feuer auf Obergeschoss konzentrieren. Roger. Weiter geht's hoch. Wir gehen nach oben. Oh, oh, das ist ein Juggernaut, das ist ein Juggernaut oder was? Keine Ahnung, was ist das für ein Jugger-Jiggy-Jugger-Jackson, Alter. Die anderen Schwänze brauchen da auch alle 10 Jahre. Wollt ihr mich verarschen? Das war eine M16, habe ich gesehen, ne? Die habe ich auch Bock, die ist auch sehr geil. Drei Schuss war eigentlich, ne? M16 war immer drei Schuss früher. Ja. In Deckung, du Nuttensohn von Soap! Dieser Bastard! Habt ihr gesehen? Ich will da mich hinlegen und der Schwanz steht da einfach im Weg. Ey!
Ja, klar, alles wieder von neu, Alter. Wirklich, ey, dieses Spiel. Ne, egal, ich zeig's euch jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Jetzt bin ich sauer, als würde ich alle auseinandernehmen. Jetzt ist mir scheißegal. Die verfickten Waffen da wechseln. Macht dieses verfickte Geschütz aus. Ich drück Viereck. Schwör's dir, Alter. Jetzt ist es vorbei. Guck, jetzt ein Pumpgun. Nach. Neue Pumpgun. Ja, halt deine Fresse. Schießt. Ey, guck mal, ich halte Viereck für Nachladen. Und der wechselt immer automatisch die Waffe, ne? Eins, zwei und ja, alles klar. Sicher. Ja, jetzt geht's auf einmal, ne? Jetzt geht's auf einmal, ey. Junge, wie der mich gerade aufgeregt hat. Informationen auf dem Laptop. USB-Stick erlangt. Was drauf war, wurde ins Zugnetzwerk des Bahnhofs hochgeladen. Ein Trojaner. Conny hat Kontrolle über die Züge. Oh. Noch was. Die Gesichtserkennung fand das. Makarov. Vor 10 Minuten eingestiegen. Makarov. Das ist er. In einem Zug voller Zivilisten. Oh mein Gott. Opfer. Der Tunnel ist 500 Fuß tief und 30 Meilen lang. Es befinden sich dort zu jeder Zeit Tausende von Menschen, Bravo. Er will die Züge einschließen. Und den Tunnel zerstören. Oh. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Makarovs Zug hielt nach 20 Meilen an einer Gleiskreuzung. Ich fordere von SFO ein zweites Team an. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir nehmen den Wartungstunnel. Los jetzt. Bevor es zu spät ist. Ach du Scheiße, ey. Das macht aber echt Bock gerade, Mann. Das ist eine geile Mission, ey. Sorry, wenn ich mich ab und zu mal so ein bisschen aufrege. Was gehört dazu, Leute? Emotionen gehören dazu. Ja? Deswegen heißt der gerade auch viel Gaming. Die Hälfte von Ihnen folgt dem Lieutenant. Der Rest kommt mit mir. Alles klar, bleibt zusammen. Tut, was ich sage. Machen wir uns an die Türen, okay? Sechs und Watcher sind am Ziel. Holen Makarov. Verstanden. Schnapp ihn dir, John. Der Bastard gibt nicht kampflos auf. Ja, wir aber auch nicht, Sonnenschein. Hm? Na los. Wir geben euch auf. Scheiß Makarov. Diese Mission, wo wir im Stadion waren, das war die krasseste mit Abstand, muss ich wirklich sagen. Gerade erschrocken, Alter. Kontrolliert. Können wir wieder Zugriff erlangen? Wir arbeiten an ihrer Firewall. Die Hackerin war gut. Gut darin, einem irren Arschloch. Ich hab alles. Ich bin gerade so erschrocken, ne? In Bewegung, Captain. Gute Jagd, Bravo. Conny voraus. Sie haben uns nicht bemerkt. Lassen wir es dabei. Angriff, Sergeant. Boah, die Waffe ist sehr, sehr geil. Sechs an Watcher. Zugtunnel gesichert. Weiter zur Gleiskreuzung. Verstanden. Schlage vor über die Lüftungspassage. Oh, geiler Soundtrack. Okay, geht klar. Gott, Junge, ich mich gerade vor diesen scheiß Zügen erschrocken. Ein bisschen bei Spider-Man, diese Dingens, wo ich mich so erschrocken habe. Alter. Das könnten die ersten von vielen sein, Bravo. Wenn wir Makarov nicht stoppen. Wir müssen Makarov stoppen. Alter, guck mal, einfach alle unschuldigen Arbeiter hier getötet. Stell dir mal vor, euer Vater arbeitet hier unten einfach und sowas passiert. Ist ja nicht, im nächsten Raum. Ist ja nicht unrealistisch, dass sowas passiert. Oh Gott, Digga. Ich hab die Tür aus Versehen aufgeschlagen. Wollte ich gar nicht. Bring sie in Sicherheit. Oh Gott, oh mein Gott. Wir kümmern uns um sie. Der Rest nach hinten. Hier 7-1. Wir sind jetzt an der Gleiskreuzung, Roger. Das ist Makarovs letzte bekannte Position, 6. Aufpassen. Bereit okay. Machen. Makarov könnte hinter diesen Türen sein. Okay, komm. 3, 2, 1, go. Rücke vor. Hä? Wie haben die mich jetzt gesehen? Boah, wurden die gerade alle überfahren? Hätte ich gerne gesehen. Ist aber ein schneller Tod wenigstens, ne? So überfahren zu werden. Ein schneller Tod. Boah, die Waffe, die ich hier gerade habe, ne? Die ist so gut. Brauche ich für online, Alter. Die verzieht kein bisschen. Was ist denn das für eine Waffe, Chat? Könnt ihr mir da helfen? Die ist richtig stark. Bevor ich schieße, kein bisschen verzieht diese Waffe. Auf jeglicher Distanz. Alter, ist das krank.
gegen Deckung. Nein. Er schießt nicht. Oh mein Gott, Digga, nimm mal eine scheiß Panzerplatte sofort. Ey, ich hasse das. Ich will doch einfach nur die scheiß Waffe nach. Junge, wie viele hier sind, Mann. Das ist so schwer, diese Stelle. Ich glaube, wenn ich alleine wäre, ohne meine Leute hier, wird das nicht so gut klappen hier, ne? Hier sind verletzte Zivilisten. Bastard, Alter. Wir rücken vor. Makarov muss in der Nähe sein. Junge, wie laut und wie schnell das ist, ne? Feinde voraus. Stoß mir vor, erledigt sie. Ziel erledigt. Schalte die Feinde. Was? Wie, da ist es ein Juggernaut. Halt's Maul, Digga. Wollt ihr mir sagen, das ist jetzt ein Juggernaut oder was? Ach du Scheiße. Der rennt einfach zu mir, dieser Pisser. Ey. Männer, wie wär's mal mit. Er wollte mich gerade verarschen, das sind zwei Juggernauts. Das sind zwei. Und sind noch andere Gegner, Digga. Oh mein Gott, Digga. Das war's komplett. Gibt's hier oben nicht irgendwie ein Geschütz oder so? Pumpgun bringt nichts gegen den Juggernaut. Item. Oh oh. Mann. Warum haben diese Nuttensöhne so viel Leben, Alter? Meine Fresse. Haben die da 1000 Panzerwesten an oder was? Junge, Junge. Der Soundeffekt noch. Das ist der Juggernaut. Ihr werdet gefickt. Ihr werdet gefickt. Und dieser Nuttensohn. Ich raste gleich aus in der Nacht mitten. Es ist 5 Uhr morgens, Alter. Meine Nachbarn werden wach. Sollen alle wach werden. Ist mir scheißegal, Alter. Weil diese Bastarde hier im Weg stehen. Sollt helfen, du Vollidiot, Alter. Ey, ich raste so aus, ne? Vater ist Juggernaut in der Disco, der Hund. Hier. Nachladen. Ja, cool. Dann kann ich keine Granaten nehmen. Und jetzt werde ich vom Zug überfahren. Ich werde noch vom Zug überfahren. Ey, Leute, ich kann das nicht mehr. Was ist das für ein Finale? Bitte, ihr müsst das alles sehen, damit ihr mir glaubt, dass ich irgendwann durchdrehe, Alter, bei diesem Spiel. Oh, RPG. Das ist natürlich die beste Waffe für einen Juggernaut. Da kannst du drauf sprayen. Auf den Juggernaut aufpassen. Gepanzert. Mach ihn fertig. Ja, er, ne? Nicht sie. Sie sind nicht zu zweit, ne? Was? Wie Juggernaut zerstört, Digga. Mich verarschen mit dieser Waffe jetzt, oder was? Ja, war das gerade, ja. Was? So, wenn man dieses RPG so krass ist, wollt ihr mich verarschen? Wann ist ein RPG so krass? Versteh's nicht, Freunde. Ich bin sprachlos gerade. Alter, dieses RPG ist wirklich krass. Oh. Sorry. Ist ja geisteskrank, oder? Gas an 6, Conny macht Druck, wir sind festgenagelt. Das bedeutet, Makarov ist noch hier. Achtung, sie haben an jeder Ecke Schützen. Verstanden, Lieutenant. Keine Kapitulation. Boah, Junge, hab ich gerade ein Glück gehabt, ne? Und es ist schneller als ICE, diese. Oh. Das war eine Bombe, Digga, und ich baller da einfach drauf wie der letzte Idiot um Dingens. Alter.
Weil ich dachte, ich kann da drauf ballern, das geht hoch und die anderen sterben alle. Er wusste nicht, dass das für alle ist. SFO, Bereich absichern. Sehe ich. Ja, Sir. Soap, ran an die Bombe. 2 Minuten, Sir. An alle Bravo. Bombe an der Gleiskreuzung. Brauche hier Deckung. Sofort. Roger, komme zu dir. Verdammt. An die Arbeit, Soap. Holger. Hä? Muss in Deckung nehmen. Aber nicht hinter der Bombe verstecken. Komm, gib mir noch gleich den Juggernaut am besten. Wen, mich? Kannst du sie entschärfen? Positiv, mit deiner Hilfe. Nutze eine Endoskopkamera auf der rechten Seite. 8, achtet. Links oder rechts? Entschärfe die Bombe. Ach, jetzt soll ich die Bombe entschärfen. Oh Gott. Ich bin drin. Was jetzt, Zob? Schmutzige Bombe, Cap. C4 und radioaktives Pulver. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Das ist das Logo. Ein Hund, eine blaue Flamme. Ein Hund. Rede mit Hund. Das Logo ist ein Hund. Verstanden. Schneide den Draht durch. Verstanden, schneide den Draht durch. Bumm. Was jetzt, Zo? Schmutzige Bombe, Cap. C4 und Radio. Herstellerlogo, das war doch ein sie Hund, Digga. Hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Ach so, ich hab. Oh, ich hab falsch gemacht, Digga. Es ist ein Bär. Ein Bär ist es. Digga, es ist ein Bär. Ich hab wieder Hund ausgewählt, Digga. Ich schwöre es dir, wenn ich nicht diesen Controller heute beim Finale schmeiße, ich weiß auch nicht mehr. Es ist ein Bär. Ja. Was jetzt, Tom? Schmutzige Bombe, Captain. Schmutzige Bombe, Captain. Okay. Ich hab mir letztes Mal einen Dino als Maulalter drunter. Das Herstellerlogo auf der großen Platine. Ein Bär. Das Logo ist ein Bär. Verstanden. Bär, durchtrenne den Draht. Okay, das hat uns etwas Zeit verschafft. Bryce, Achtung! Makarov ist im Tunnel. Er kommt in eure Richtung. So, hast du das gehört? Bestätigt. Ich lasse die Bombe nicht los, Captain. Now! Bin getroffen! So, die Waffe im Anschlag. Wenn ich Not lasse, gib sie hoch, Captain. Gib mir Deckung. Fuck! Bravo! Wir brauchen hier Sperrfeuer! Jetzt! Wir sind festgenagelt, Cap! Conny blockiert die Tunnel! Kämpft euch durch! Alles sicher! Polizei ist tot! 07 an 6! Wir sind gleich durch! Kommt her! Was jetzt, Zob? Finde die Sprengkapsel! Untere linke Ecke! Verstanden! Ja? Sprengkapsel! Habe ich! C4 angebracht! Ei! Da ist eine Seriennummer drauf! Was ist die dritte Ziffer? Die dritte Ziffer ist eine 9. Dritte Ziffer. Nummer 9. Okay, gut gemacht. Diese Bombe hat 2 Zünder. Wir müssen beide gleichzeitig trennen. Der rote Draht. Roter Draht, verstanden. So, Sie gehören mir! Oh mein, das mit in die Hölle, Captain. Begrabe den Feind niemals lebendig. Ja! Wie stoppen wir sie? Oh mein Gott, was? Soap sagte, wir schneiden gleichzeitig auf 3. Verstanden? Ey, ich hab den voll gemocht, Alter. 1, 2, 3. Entschärft. Entschärft. Toll. Aber trotzdem. Er ist tot. Das ist hart. An alle Stationen, hier Bravo 6 auf gut Glück. Gefahr neutralisiert. Bombe ist sicher. Ein Gefallener. Scheiße.
das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Ja, das Spiel macht echt Bock, Alter. Die Story ist echt heftig jetzt mittlerweile geworden, muss ich sagen. Story macht echt Bock. Am Anfang war sie Schrott, aber die hat sich so gut entwickelt, muss ich wirklich sagen. A joint operation with Five Eyes Alliances is fucking the sound. Captain Price assumed. Ja, wie wär's damit übersetzen, ihr kleinen Vollidioten? Übersetzen ja nicht mal, ne? Salt McTavish. Johnson. Wow. Wow. Er war der Beste von uns. Oh. Der Toughste. Er hätte es mit der Welt aufgenommen. Wer wagt, gewinnt. Schlafe sanft, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. Boah, Digga. Mann, jetzt muss ausgerechnet sowas auch noch passieren, nachdem ich meinen Kollegen verloren habe. Und jetzt passiert hier sowas auch noch im Finale, ey. Ich schwör's dir, Alter. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Mann, ey. Wahnsinn. Das, meine Damen und Herren, war es von der Call of Duty Kampagne. Oh. Das ist echt hart. Klar ist doch traurig mit dem Spiel, aber wenn man jetzt so überlegt, was ich die letzten Tage alles durchgemacht habe, wie scheiße es mir ging. Das ist wirklich sehr schwer. Ich werde darüber im Stream reden. Ich werde vielleicht noch ein Video dazu auf dem Highlight-Kanal machen, was passiert ist, wie es mir geht, was los ist. Aber ja, Freunde, das war's an der Stelle von der Call of Duty-Kampagne. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Trauriges Ende. Sehen uns die Tage wieder. Sorry, wenn ich nicht ganz bei mir bin. Schwer, sowas zu verarbeiten. Sehr schwer. Macht's gut, Freunde. Ich hab euch alle lieb. Danke, dass ihr da seid für mich. Ich bin auch immer da für euch. Ciao.